Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Sage der Flamme 3. Stolz des Sternenlichtes. Kapitel 1. Es muss gehandelt werden. Willkommen zurück, mein Freund. Das Wesen gegenüber Omegon verneigte sich als Antwort. Lord Omegon. Bereits einmal hatten die beiden Wesen an diesem Ort gesprochen. Ewige Weiten, ein endloses Blau. Inmitten dessen ein Thron. Ein Thron in grellem Blutrot. Ein Gewebe wie ein dunkelblaues Herz pulsierte an diesem Ort und ließ die Luft vor Macht erzittern. Nun, berichte, was geschah im Weltenbaum des Lunaren? Wie entledigtest du dich unserem Problem? Kurz blickte der Diener auf. Dies wusste Omegon. Auch wenn sein Untergebener immer noch jene Verkleidung trug, welche mit der Macht des Sternlichtes gekommen war, womit die Öffnung des Kostüms durchdrungen von Dunkelheit war. Ich habe mich dagegen entschieden, mehr Blut zu vergießen, als denn vonnöten. Ein Schüler, den die Weise Volona ausbildet, griff mich an. Aber dank deiner Kräfte stellte er kein Hindernis. Und auch er floh, schlau genug seine Niederlage zu verstehen. Nach einem Schüler fragte ich dich aber nicht, mein Freund. Also sprich, die Auserwählten. Was hast du mit ihnen gemacht? Ich habe ihnen kein Haar gekrümmt, Lord. Es gibt keinen Grund dazu. Stattdessen vertrieb ich die Weise aus ihrem Heim und erwartete dort selber die beiden, welche sich mit Volnodas Schüler verbündet hatten. In unserer Begegnung machte ich ihnen klar, dass ihre Reise keine Früchte tragen könnte, dass sie aufgeben sollten, um denn die letzten Monate und Wochen in Frieden zu verbringen, statt sich einem Gott zu stellen, welcher alles übertrifft. Der Weltengeist des Sternlichtes schien mit diesem Bericht nicht zufrieden. Eher im Gegenteil. Eher schien er genervt. Bezeichne mich nicht als einen Gott. Ich bin mehr, so viel mehr als ein bloßer Gott. Und sage mir, was denkst du? Haben deine Drohungen gewirkt? Machten sie kehrt, die beiden, die drei, gaben sie auf. Mein Lord, selbst wenn sie dies nicht taten, ist es nicht von Relevanz. Selbst wenn sie weiterschreiten wollten, ohne das Wort der Weisen ist ihnen der Weg versperrt. Und du stelltest sicher, dass diese Weise ihnen nicht den Weg weisen könnte. Sie musste fliehen. Selbst sollten sie sich auf die Suche machen. Die drei wüssten nicht, in einer Welt voller Pokémon, in einer so großen Welt, wo sie denn sei. Ihre Suche würde nicht enden, bevor der Tag denn gekommen ist. Ach, ist das so? Der Blick des Übergottes wurde hart wie Stein. Dann erkläre mir, wenn ihre Suche noch nicht erfolgreich sein könnte. Wie kommt es dann, dass ich vorhin erst erblicken musste, wie Lunala drei Pokémon empfing und weiter in meinen Weltenbaum schickte? Was aber? Es gibt kein Aber. Oder willst du mir erklären, dass du alles getan hast, was nötig war? Scheinbar nicht. Wenn du deinem Befehl gefolgt wärst, wären sie jetzt nicht weitergereist. Kurz,
blickte der Diener wieder auf. Scheinbar widersprechen wollend. Doch letztlich traf er doch die sensible Entscheidung. Und traute sich nicht zu widerworten. Es gibt kein Aberlord Omegon. Ich habe das Glück der beiden, der Dreien, unterschätzt. Vielleicht auch ihren Intellekt. Nun, im Genuss seines eigenen Rechtes, schien sich die Laune des Weltengeistes wieder etwas zu bessern. Für nun seid ihr vergeben, mein Freund. Ich muss zugeben, sie haben auch meine Erwartungen übertroffen. Und letztlich verlangsamt es auch nur das Ergebnis und verhindert es nicht. Dann folgt eben der nächste Schritt. Und woraus besteht dieser nächste Schritt, oh Lord? Soll ich ihnen folgen, dieses Mal härter durchgreifen? Tatsächlich wirkte die Echse für einen Moment nachdenklich. Die Entscheidung folgte jedoch schon sehr kurz darauf. Nein! Lassen wir das bleiben. Es hat wenig Sinn, dich zu schicken. Sie reisen ohnehin in eine Zweigwelt meines Reiches. Dort treffen sie auf Pokémon. Pokémon, die sie niemals überleben können. Es gibt keinen Weg in meine Wurzelwelt. Ihre einzige Wahl wäre es, meinen Weltenbaum wieder zu verlassen. Und dazu müssen sie mich bitten. Und sie müssen einen Reisepunkt finden. Und hierzu werden sie niemals in der Lage sein. Und wenn, selbst wenn all dies eintritt, sie müssen jenen Reisepunkt erreichen. In der Mitte des Waldes. Ein Wald, in welchem sie leben. Legenden, Krieger und Stürzbare. Ein dieser Samen, sie war einst Teil jener, die Darkreis-Terror beendeten, obwohl ihre Tochter der Spross Darkreis selber ist. Groudon, der einstige Weltengeist. Oft ist dort auch Funkenherz. Die eine, die von Darkrai abstammt, doch sich immer in den Kampf gegen ihn stürzte. Und vor allem, wichtiger als alles andere, meine eigene Ahnin, die Nachfahren des Drachenblutes, das legendäre Pokémon der Hoffnung, vielleicht, ja, vielleicht das stärkste aller Pokémon, die derzeit leben. Wenn ich dann keine Aufgabe habe im Moment, kann ich dann zurück in meine Heimat reisen, solange ich mich zur Verfügung halte. Zurück in deine Heimat. Oh nein, möchtest du etwa, dass sie dort alle sehen, wer du gerade bist? Willst du, dass sie sehen, auf welcher Seite du kämpfst? Und wenn es für sie ist, nein, ich habe andere Pläne für dich. Wie wäre es, wenn du einmal das Zentrum deiner baldigen Zukunft bereist? Es gibt Pokémon, die ich dir vorstellen möchte. Du wirst untergebracht werden, bis du eine neue Aufgabe erhältst oder die Mission endet. Und um welche Pokémon handelt es sich dabei? Die einzigen, die meiner Eevee vielleicht das Wasser reichen könnten. Die Helden aller Weltenbäume. An ihrer Spitze. Mein eigener Held. Und doch. Wieder wurde Omegons Blick düster. Du wirst sie treffen, doch überlege dir gut die Worte, in denen du mit ihnen sprichst. Sie alle
Jede und jeder Einzelne. Die einzige Ausnahme ist Günther selber. Sie alle wissen nicht, dass der Schutz ihrer Heimat das Ende anderer Weltenbäume birgt. Und du wirst es nicht sein, der ihnen diese Information schenkt. Verstehen wir uns da? Natürlich, mein Lord. Du hast nach mir gerufen. Ein Pokémon, blau, doch ungewohnt gewaltig, schritt vor einem Kern auf und ab, inmitten eines geheimen Ortes unter der Erde, welchen nur die allerwenigsten überhaupt kannten. Eine winzige Echse, pechschwarz, kroch auf jenem Kern. Das habe ich. Günther, du scheinst verändert. Sonst hast du dich doch immer gewehrt. Was stört es dich? Es stört mich nicht. Es verwundert mich nur. Tut es das? Alle anderen schienen es durchaus zu stören. Ich habe das Gefühl, sie haben alle die Nase voll von mir, seit ich mich für die Entwicklung entschieden habe. Sie verstehen nicht, dass wir nichts riskieren können. Nach allem, was geschehen ist, können wir nicht scheitern, nur weil ich mein wahres Potenzial nicht entfalten will, in Sorge und Angst mich zu verändern. Nun, ich möchte mich nicht einmischen. Doch ich glaube, ihre Nerven leiden nicht unter deiner Entwicklung, sondern unter deinem Trainingsplan. Ich vernehme, dass du sie alle für Schlimmstes vorbereitest. Denkst du nicht, dass du übertreibst? Übertreiben? Liegt dir selber etwa nichts an der Sicherheit dieses Weltenbaumes? Doch, natürlich! Ich habe dir aber doch schon erklärt, was für Maßnahmen ich alle traf. Auch eure Freunde sind informiert und bereit, die Auserwählten zu empfangen, die in der Zweigwelt eintrafen. Aber wo wir gerade von Maßnahmen sprechen. Das nun Impagator schoss herum, kampfbereit, sich einem Monster gegenüber befinden, welches ihn selbst noch überragte. Eine pechschwarze Robe, in der Hand eine Sichel aus Sternenlicht. Nur mit der Ruhe, Günther. Dieses Pokémon mag aus einem anderen Weltenbaum stammen. Es ist aber kein Feind. Das soll ein Pokémon sein? Dass ich nicht lache. Was ist das? Was soll ich sonst sein? Ich bin ein Pokémon, welches vom Feind nicht erkannt werden will. Ausgestattet mit der Kraft Lord Omegons. Lord Omegon. Amüsiert wandte sich Günther an die dunkle Eidechse. Was hast du mit dem angestellt, dass er so spricht? Ich kann für mich selber sprechen. Danke. Omegon hat mich aufgesucht und mir ein Angebot gemacht. Ich würde den Auserwählten der Weltengeister folgen und sie bekämpfen. Als Diener Lord Omegons. Und dafür wird meine Heimat leben, sobald das Kaiserreich eintrifft. Obwohl sie nicht zu diesem Weltenbaum gehört. Das erste Amüsement schien zu schwinden, als das Impagator eine ernstere Miene aufsetzte. Und das soll eine gute Idee sein. Du holst dir den Feind mitten in deine sichere Festung, Omegon. Er ist kein Feind, Günther. Er hat alles gesehen, was er musste. Er hat gespürt, dass meine Macht endlos ist. Er weiß, dass ich nicht mehr aufhaltbar bin. Und er ist wie du. Genau wie du.
Er ist bereit, seine Moral, seine Ideale aufzugeben. Seine Freunde zu hintergehen im Wunsch für das Beste seiner Welt. Wenn du dir da so sicher bist, dann hinterfrage ich das mal nicht weiter. Fürs Erste. Aber was ich hinterfrage, warum hast du ihn hergebracht? Wie du kämpfst, ist deine Sache. Weshalb weist du mich hier ein? Nun, ich kann ihn nicht in seine Heimat schicken. Nicht so. Die Pokémon dort würden erkennen, für wen er kämpft. Dorthin kann er erst zurückkehren, wenn ich siege. Gleichzeitig macht es derzeit wenig Sinn, ihn loszuschicken, um den Auserwählten zu folgen. Sie sind gerade in den Weltenbaum des Sternlichtes gereist. In eine Zweigwelt, die dir mehr als bekannt sein sollte, Günther. Dort gibt es mehr als genug Sicherheit. Allerdings brauch ich ihn zur Verfügung. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie den Weltenbaum wieder verlassen. Auch wenn sie sich von ihrem Ziel entfernen, sollen sie nicht glauben, auch nur eine ruhige Minute zu bekommen. Wenn sie denn gegen mich stehen, egal an welchem Ort. Dementsprechend will ich, dass ihr ihn hier unterbringt. Ihn hier, bevor Günther aussprechen konnte, ertönte das Geräusch eines Klopfens, scheinbar an den Wänden am Eingang des Ortes. Wer ist es? Eine Stimme meldete sich zu Wort, scheinbar etwas nervös. Ich bin es, Latias. Günther, bist du da? Omegon nickte stumm, worauf Günther reagierte. Komm runter. Das Drachen-Pokémon, nun etwas kleiner als ihr Teamleiter, schwebte vorsichtig in den Raum und erstarrte, als sich neben dem Impagator der Diener aufzeigte. Wer ist das? Was macht ihr hier gerade? Latias, du hast einen guten Zeitpunkt gewählt. Ich hätte es Günther ausrichten lassen, aber so kann ich dies selber. Dieses Pokémon ist ein Mitstreiter meinerseits, welcher von einem Fernort stammt. Ich möchte, dass ihr ihn für einige Tage, vielleicht Wochen, in eurem Dorf unterbringt. Im Angesicht der Gestalt wie der Tod selber schien Latias zunächst keine Worte zu finden, was Omegon sehr zu stören schien. Na komm schon, mein Freund, du musst dein Gewand nicht anbehalten, an einem Ort, an dem alle auf deiner Seite stehen. Du willst nicht erkannt werden, gefürchtet werden vom Feind. Aber hier verschreckst du Freunde. Aber was haben wir vorhin gesagt, mein Freund? Das Wort aber sollte aus deinem Wortschatz schwinden. Solange du mit mir sprichst. Kurz zögerte der Diener, doch es fiel dieselbe Entscheidung wie immer. Ja, Lord Omegon. Das Äußere des Todes höchst selbst machte nun Platz für einen Körper. Immer noch kraftvoll, doch deutlich weniger mystisch und furchteinflößend. Den Körper eines normalen Pokémon, und wenn es ein kraftvolles war. Seid ihr jetzt zufrieden? Oder gibt es immer noch Beschwerden? Ja, wie wäre es, wenn du uns erklärst, wer genau du nun bist? Uns kennst du. Wir kennen nur dein Gesicht. Meinetwegen. Aber später. Wenn wir nicht mehr an diesem Ort sind. Kurz blickte Günther das Pokémon herausfordernd an. Allerdings mehr aus Prinzip, als um etwas auszusagen. Also gut, wenn ihr nun alle die Lage kennt,
Habt ihr da noch Fragen? Ja, die habe ich. Omegon, du hast uns versprochen, unsere Freunde in der Zweigwelt zu informieren. Hast du das denn? Gerade wo du mir gerade erzählt hast, dass diese Zweimon jetzt dort wären. Die zwei Feinde sind in der Zweigwelt? Aber ich dachte, es wäre alles abgesichert. Was, wenn Ivy etwas geschieht? Oder Funkenherz? Bulbi und Sejong. Wir müssen dorthin. Ich schloss nie aus, dass sie dorthin kommen. Auch wenn ich erhoffte, dass sie es nicht täten. Allerdings stellte sich heraus, dass manche die Zähheit dieser Feinde unterschätzt haben. Was wahrlich sicher ist, ist die Wurzelwelt. Ihr könnt nicht dorthin, es darf keine Verbindung geben. Aber vertraue meiner Übervorsicht, Latias. Die Angreifer sind zwei Pokémon. Nicht einmal voll entwickelt, nun ein Absol als Begleitung. Und Ivy, du kennst sie. Ich kenne sie. Die Chance, dass diese drei einen Kampf gegen auch nur sie alleine gewinnen würden, ist schlicht nicht existent. Die Feinde haben zwei Optionen. Flucht oder Tod.